Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, sind immer noch hier am Laden, weil ehrlich gesagt brauche ich die unbedingt. Diese Lausche hier. Das nützt ja auch nichts. Otto! Jo! Der Gärtner hat mich eben angerufen, der kann das, den Kalk direkt bei dir abholen, ne? Das wäre ja Quatsch, wenn der jetzt bei mir reinkommt, fährt ein paar Liter da. Ne? Noch drin. Ja, ich habe gesagt, der soll mit dir abklären, das ist egal. Ne? Ja, kein Ding, hat mich schon angerufen, passt schon. Ja, okay, alles klar. Jo. Gut. Dann fahre ich jetzt damit heim, dann hoffe ich mal, dass das langt. Etwa. Wir müssen mal sehen, dass wir dieses Zeugs von den Stadtfeldern runterkriegen und naja. Naja, wie gesagt, das LU hat mich ja schon angerufen für die Häcksel, ne? Müssen wir nur mal anfangen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal mein Heu wegkriegen. Wenn ich nicht bald meine Ladetechnik kriege, dann weiß ich auch nicht, wie ich das machen soll. Wahnsinn. Was wolltest du damit machen? Naja, ich habe ja einen Spader bestellt, ich habe eine komplette Heutechnik bestellt. Eine komplette Förderkette. Wolltest du Ballen machen oder nee, was? Nee, lose. So. Ich glaube, einen Ladewagen habe ich, hätte ich auch noch. Ja, ich muss ja mal schwaden. Ich habe einen Zeter schon geliehen vom LU. Ich glaube, einen Schwader habe ich auch. Keine Ahnung. Ja, ich habe das muss ja jeden Moment kommen. Das ist ja Schwachsinn. Das Zeug. Ja, nur bevor es dann noch länger rumliegt und ja. Es regnet oder jemand da drauf pinkelt. Ne? Das könnte ich beim LU holen, die Schwader. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wenn ich mein Zeug bestelle, dann sollte es eigentlich schon vor Main kommen. Jetzt habe ich schon mit fremder Technik gezetert, habe ich da auch schon und ist aber immer noch kein Zeug. Der Mauer ist nicht immer der schnellste. Nee, absolut nicht. Der hat schwer nachgelassen. Naja, nützt nichts. Ich kenne da noch so an. Ich weiß nicht, ob der mit dem verwandt ist, so hier mit dem. Wie heißt denn der da, Mensch? Schöffeldinger, das ist auch so ein Lahmarsch. Ja, die sind bestimmt verwandt. Das ist bestimmt so ein Händlergattung, weißt du, so eine Innung. Ja, das ist irgendwo auch in Bayern. Ich bin da in der Ecke mal gewesen. Meine ja. Güte, ne, der ja, schläft ja auch ein beim. Da ist der, die wissen wir nicht alle, dass ein Krieg da aus ist, ne? Vor allen Dingen, weißt du, der macht seinen Laden nicht morgens um 7 auf wie andere, sondern um 9. Ja. Dann ist das wie beim Arbeitsamt. Dann wird erstmal Frühstück gemacht bis um 10. Mhm. Dann guckt er eine Stunde dumm in der Gegend rum. Dann ist Mittag. Ja, dann guckt er auf die Uhr, das dauert dann bis 11:30, dann dreht er mal 2-3 Schrauben los und dann hat er erstmal Mittagspause und Mittagsschlaf. Bis 16 Uhr, nee, 15 Uhr. 15 Uhr, um 16 Uhr ist Schluss, ja. Genau. Ja, gibt's Kaffee und um 16:30 siehst du da keine Menschenseele mehr. Ja, so ähnlich. So schlimm ist es noch nicht hier, aber das gehört bestimmt zum guten Ton in der Landmaschinentechnik-Innung. Ja, muss wohl. Das kommt bestimmt dann ja noch. Naja, so, ich schon der Kram mit heim da, ich denke mal, das muss vorerst lang, mehr habe ich nicht. Euch ist im Moment nicht. Gut. Alles klar, hau rein, ne? Jo. Jo, ciao. So. Ich bin in die Marie. Disponia. Mal gucken. Wenn ich so viel Stroh eingekauft habe, mal gucken, ob ich das verkauft kriege. Ja, beziehungsweise wie viel Platz ich da noch drin habe.
Was ist? Spinnt der denn hier rum? So, das kippen wir erstmal ab bei mir. So. Da muss ich mal das LU anrufen. Das nützt ja nichts. Super, LU. Jo, servus, Blume hier. Ja. Ich würde dir den Zeta gleich zurückbringen, aber ich müsste deinen Schwader mitnehmen dann, weil meine Technik ist immer noch nicht da. Keine Ahnung, ob der Maurer da drauf eingepennt ist oder was. Ja. Damit ich meinen Heubens reinkriege, weil sonst komme ich ja nie in die Gänge. Ich hoffe dann, dass, wenn ich das zusammengespaltet habe, dass dann vielleicht mein Ladewagen mal auftaucht irgendwann. Ansonsten muss ich den auch noch holen. Was hast du denn für einen Schwader? Den Klaus Vierkreisel. Die Vierkreisel? Den großen. Hast keinen kleineren? Nee, ich nicht. Könntest du nächstes Mal Wolfgang fragen, ich glaub, der hat einen kleineren. Nee, der hat gar keine Heuterchen. Nee, ist egal, da muss ich mit dem großen New Holland kommen, das ist egal, komm ich damit. Also viel Kraft brauchst du für den nicht? Ja, aber der MB wird wahrscheinlich damit ein bisschen zu leicht sein. Nö, das geht. Der M-Betrag? Ja, du brauchst nicht viel dafür, den Schwader. Okay. Gut, ich bring dann den deinen Täter mit und dann nehme ich mal den mit. Okay. Dann bis später. Jo. So. Wo ist denn mein Gewicht überhaupt hin? Da hinten steht's. Ach nee, Quatsch, ich mach das anders. Komm, ein Deutz. Ich hab da noch ein Deutz hier. Gut. So, ich geh mal wieder das Gewicht dran, dass da aber ein bisschen auf dem Teppich bleibt hier. Wieso geht denn das Ding jetzt immer zu? Das ist auch eine olle Technik hier, den Dreck. Das hat ungerichtet funktioniert, die blöde Technik hier. Dann nehmen wir die C damit und dann nehmen wir ihn mit. Ja, kommt auf jeden Fall gerade mit.
Die Achsen lassen überhaupt aus. Ich bin 60 Meter mit dem Ding. 70. Ich hier raus, das war ich. So, dann gehen wir mal in Sparta suchen. Ich glaube, der steht unter dem Vordach, wo die Mähtechnik auch stand. Der steht ja auch. Ja, hallo? Jo! Bauer! Der Herr Maurer! Servus! Nee, Bauer, nicht Maurer! Warum sagst du eigentlich Maurer? Ja, weil du mauerst. Ich bin eine Mauer. Ja. Hart wie Stahl. Wie fällt in der Brandung. Was geht ab? Olaf, du schwere Nöter. Ja. Deine Bestellung ist angekommen. Ach, meine. Deine Mähtechnik sozusagen. Genau, das ist gut, weil ich bin jetzt gerade bei dem LU hier, die haben hier den riesen Schwader mit den vier Kreiseln, da komme ich in die kleine Ecke ganz rein bei mir. Ja. Gut, dann, dann komme ich mal angeflogen. Ja, steht hier rum, kannst du sie abholen. Passt. Müssen wir noch bezahlen, ne? Muss ich in meine Unterlagen gucken, kann ich gar nicht sagen. Genau, dann rechnen wir zusammen, was die ganze Platz kostet. Ja. Werde ich aber heute nicht mehr schaffen, werde ich wahrscheinlich morgen erst Bescheid sagen können, aber kannst du abholen, alles gut. Alles klar, okay. Ja? Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Gott sei Dank. Ja, hallo? Ja, ja, Tyler. Ja, servus. Du. Ja. Jetzt bin ich endlich da mit meinen Einfeldern noch drüben fertig. Ich hätte da noch so knappe 28.000 Sojabohnen. Hast du Interesse oder gebe ich denen Schweinen? Immer her damit. Okay. Kannst du sie selber anliefern? Selber bringen? Ja, ich bring's dir selber runter. Jetzt habe ich nur einen Hänger, weil sonst, wenn ich im Silo drinnen habe, dann. Nee. Passt. Warte, ich guck mal gerade auf den Preis, wo wir gerade anhalten. Moment. Da schauen wir mal. Soja, wo haben wir die denn? Rapssoja. Was gebe ich denn da? 1,4. Wie viel hast du gesagt? 28 hast du, ne? Ja. Oder? Ja, 28. Ja, 1,4, okay? Ja, passt. Gut. Aber 40.000. Da hast du ein bisschen über den Daumen. Warum die krumme Zahlen nicht? Na warte, ich überweise dir das direkt. 40.000. Voilà.
Wunderbar. Passt, habe ich dann direkt okay. SMS. Ja. Ja, ich schmeiß jetzt gerade dann den Silo ran. Passt. Alles klar, okay. Man hört sich. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt muss ich auch noch trotzdem. Muss ich den Huber nochmal anrufen? Ah, Mann, Mann, Mann. Huber, du? Jo, ich bin's. Meine Technik ist da. Also dein Zeter habe ich wieder in die Halle gestellt. Und den anderen, den Sparta brauche ich ja nicht. Okay. Er hat gerade angerufen, mein Zeug ist da, ich kann das abholen. Ja, ist so gut. Okay, alles klar, weißt Bescheid, ne? Ja. Ich hab dich wieder in die Halle gestellt, direkt wenn du reinkommst, links in die erste, ne? Den Zeter. Ja, ist komm. In Ordnung, dankeschön. Und gewaschen ist auch, ne? Das ist nett. Genau. Alles gut. Klar. Dann, dankeschön. Ja, okay. Bis ja. Dann, ciao. So. Teil, das wäre was Schönes. Aber meine lieben Freunde, das hier in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Den Namen steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin, haut rein. Tschüss!